Ja, dann mal hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, der Gegner spielt auch. Oh, immerhin. Da können wir dann ja in die Ecke gehen. So spielt er das. Okay. Dann nochmal strecken. Dann hier anlegen, ist doch, glaube ich, dann das Prinzip, ne? Okay, so, dann kann er schneiden, das will ich nicht. Also spiele ich erstmal da, biege ich dann... Oder? So, so. Was machen wir jetzt? Wir spielen den so. Dann spielen wir den, wenn er hier blockt. Dann spiele ich auch noch den. Oh. Okay. Tja, da bin ich ja jetzt immerhin draußen, ne? Springt er hier? Ja. Springe ich hier auch? Ich glaube ja. Und danach gehe ich hier unten rein. Oder leg hier an. Aber ich vermute, er spielt hier. Andererseits, warum sollte er das, ne? Okay. Gut, dann nehmen wir hier noch eine Ecke. Und dann lege ich aber hier an. So, das ist doch auch ein bisschen zu weit da, ne? Dann können wir dann noch den noch spielen. Er antwortet brav, okay. So, und jetzt war der Plan irgendwie, wenn nichts Wichtigeres mehr ist, da einfach zu invadieren. Hoch, tief. 8, 7, 6. Können auch noch hier spielen und da ein Mojo bauen, ne? 2, 1. Trotzdem gehen wir da mal tief rein. Gucken, ob er jetzt einfach hier capped. Yoyomi now starts. Hier habe ich dann aber einen Schnitt eventuell, ne? Die Treppe läuft ja für mich. Okay, das möchte er jetzt erstmal anders spielen. Sei es drum. Der Schnitt funktioniert ja auch nur so halb. Wenn er da schneidet, kann ich hier spielen. Wenn er da spielt, kann ich da spielen. Toi, toi, toi. Ich gehe dann erstmal hier raus. Und wenn er den hier jetzt nicht spielen kann, ich dann den und den mache, dann lebe ich hier schon. Und dann kann ich halt nicht spielen wegen dieses Ataris und der Mausefalle. Spiele ich den? Ja, ne? So, und dann noch hier. Oder spiele ich einfach nur hier? Na, ich spiele ruhig noch den hier. Das sieht irgendwie aus, als... Wird ihm die Form dann keinen Spaß machen hier. So, ich lebe. Dieser Schnitt hier, wie will er den beantworten? Wir lassen es uns zeigen. So vielleicht, aber dann fange ich ja hier mehr oder weniger. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Spielt er jetzt zweimal Atari, dann kriege ich die. Das ist auch gut genug für mich. Wenn er den spielt, dann ja, fällt entweder das oder das ab.
sieht es ja sogar so aus, als könnte ich die hier schon mal mitnehmen und die hier sogar noch retten. Aber wir können jetzt hier ein paar Mal pushen, ne? Das wollen wir dann letztendlich doch nicht. Ich spiele einfach erstmal hier. Das ist doch eigentlich ein Ergebnis, was gut genug für mich sein sollte. Es ist aber kein Gebiet hier unten, sagt er. Wo er recht hat, hat er vermutlich recht. Okay, spiel nochmal hier. Das sind so 25, 30, 40, 50 Punkte. Ich habe hier 10, 20, 30, 40. Vielleicht reicht es, vielleicht auch nicht. Aber noch hat er hier oben ja auch nicht gespielt. Also ich wäre danach dann nochmal dran. Okay, dann ziehe ich hier auch raus. War das am Ende keine gute Idee? Hier ja diverse Vorhände. Okay, der ist vielleicht keine, aber der. Ja, und jetzt ist dann doch irgendwie so ein bisschen eine schöne Stellung doch schwierig geworden. Ich kann aber erstmal hier spielen. Zur Not muss ich diese hier wieder abgeben. Er spielt das so. 4, 3, 2, 1. Ich sollte nicht so runterblitzen. Warum tue ich das eigentlich? Es ist doch alles noch einigermaßen okay, so wie es ist. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.
Kann ich da jetzt irgendwie entweder die fangen oder die fangen? Das wäre ja schon schön. Nein. Das wäre schon schön gewesen. Ja. Gehen die hier alle hops oder was? Wo wollen die hin? Das wissen die noch nicht, ne? Nein, 8, 7, 6, 5. Jetzt können wir erstmal diese ein bisschen unter Druck setzen und hoffentlich dabei irgendwo was Augenähnliches finden. Nein, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oder irgendwie eine Art Verbindung hier herüber. Das wäre ja auch noch okay. 8, 7. Nein, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kann ich hier leben? Kann er hier leben? Nein, 8, 7, 6. Vielleicht ja, vielleicht nein. Also ich denke, in der Ecke da oben müsste ich lebendig sein. Aber ob er hier auf zwei Augen kommt, das wollen wir doch erstmal bezweifeln hier. Ich bin natürlich vielleicht auch irgendwie abtrennbar oder so. Und letztlich muss ich ihn da vielleicht doch leben lassen. Aber wenn ich ihn leben lasse und außen sicher bleibe, werde, Schrägstrich, was auch immer. So. Oh, das wäre nicht gut. Also muss ich hier oben spielen. Dann kann er das alles irgendwie hier in Vorhand spielen. Nein, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, jetzt muss er ja irgendwie hier komisch decken. Oh. Oder so. Nein, 8. Kann ich ja erstmal noch das Atari geben hier.
hier spielen. Er kann letztendlich den fangen oder die fangen. Die fangen wäre schon unangenehm. 9, 8, 7, 6, 5. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. So, 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 er fängt die. Nine, eight, oh, das geht nicht hier, ne? Six, five, three, two, one. Two Yoyomis left. So. 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 Nine. So. Seven. Six. So. So. Schlagen. Bringt nichts hier. One. Bist doch wieder überrissen, ne? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da hatte ich bessere Chancen eigentlich. 2 Yoyomis left. Okay, aber so. So, so. 9, so, so. 7, so. 6, 5, 4, 3, 2. One. Geht der nicht? Ah, der geht nicht. Und da spielen? Nee, dann ziehe ich das ja raus. Nine, eight, seven, und da spielen, da, da. Five, four, da. Three, two, one. Nine, eight, seven, six, five. 4, 3. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Geht das überhaupt in irgendeiner Form hier? Jetzt kann er da wieder spielen und ich bin da wieder angekackt, ne? Na gut, jetzt habe ich hier ja auch schon einiges zurückbekommen. Wenn das alles mein Gebiet ist hier, dann geht das ja vielleicht sogar irgendwie. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Viele, viele Punkte. Jetzt spielt er da. Gut, dann kann ich erst einmal hier spielen. Wird das kein Auge? Dann kann er diese hier fangen. Oh, das ist nur ein Auge. Allerdings viele Freiheiten. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kann ich das so spielen? Ich vermute nicht. 9, 8, 7, 6. Ich vermute nicht. Hm. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Versuchen tue ich's trotzdem.
9, 8, 7, 6. Entweder brauche ich hier viele Freiheiten, ich weiß nicht genau wie viele. Wenn er da schlägt und ich einwerfe, der da spielt, ich hier spiele, er umbiegt, ich da zurückziehe. Boah. Ein Sack voll, ne? Ein ganzer Sack voll Freiheiten wird da nötig sein. 7, 6, 5, 4, 3. Ah, vielleicht geht der ja. Dann ist hier doch auch nicht gut genug, ne? Er hat den in Center. Okay, macht das nicht. Dann kann ich ja hier nochmal ein paar Punkte mitnehmen. Ach, das ist... Um Gottes Willen. Ich dachte hier... Wäre keine Freiheit. Ich sollte nicht denken, sondern gucken, ne? Ja. Das wird noch spannend hier. Behaupte ich jetzt mal. Okay. Da. Er kann da spielen, ne? Last Byo-Yomi. Damit wären die wieder alle raus hier, oder was? Nicht gut, nicht gut. So, ich könnte jetzt hier spielen. Und dann spielt er da. Dann machen wir es doch lieber so. Er hat hier auch keine zwei Augen. Wenn ich den spiele, dann wird es hier vielleicht irgendwie noch wieder ein Semi-Ei.
Wenn ich den spiele, wird es mit denen ein Semi-Ei. Okay, er macht es so rum. Dann behaupte ich, kann ich den spielen, aber erstmal spiele ich hier. Was ein Gemetzel hier. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Er nimmt die Ecke, okay. So. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Lebe ich doch sogar. Weil ich jetzt hier beide Züge in Zente kriege und dann einfach da decken kann. Und der kann hier nicht trennen, weil es selbst Atari ist. Und damit sind die hier alle tot. Sehr schön. Das nenne ich doch mal eine glorreiche Lebe hier. Wumps. Yay! Oh Mann. Vielen Dank für die Partie. Das war ein nettes Weihnachtsgeschenk, was er mir da gemacht hat. Junge, Junge, Junge. Wie hätte es denn gestanden, so wenn es einigermaßen normal ausgegangen wäre? Also wenn hier irgendwie ich gesagt hätte, okay, die sind halt tot. Ich spiele da auch nicht weiter, da lebe ich auch. Sagen wir mal, ich spiele einfach irgendwas hier. So, so und so. Ja. Dann kann er halt hier fangen. Ich denke, das fängt mehr oder weniger sicher. Und ich kann dann halt irgendwie hier, hier und hier einen großen Endspielzug machen. Er kriegt das noch in Zente. Und ja, dann ist hier noch ein bisschen unangenehmes Archie gewesen. Also auf den hier hätte ich vermutlich dann doch hier fangen müssen, ne? Der kann die hier fangen. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, statt dieses Umbiegens hier selber da zu spielen. Aber nehmen wir mal an, ich hätte es nicht gemacht. Und das wäre dann irgendwie so weitergegangen. So, so, so kann er ja da einwerfen und fängt dann meine Steine. Dann haben wir irgendwie eine Partie, die wie ausgeht. Estimator sagt jetzt schwarz plus 5,5. Doch reichlich groß hier alles, ne? Na gut, ich hätte dann auch hier irgendwie reingehen können und hier reingehen können. Und wenn ich das vor dem 23-24 Abtausch mache, dann wüsste ich auch nicht so genau, wie er das verhindern will, dass ich da dann doch noch anbinde. Weil sonst kann ich ja die hier fangen. Also so, so und so. Ja, das wäre doch okay. Dann müsste ich doch eigentlich wieder im Rennen sein. Sowas hier ist noch Vorhand. Wie auch immer, so. Und dann so. Jetzt sagt er was? Weiß plus 9,5, ja. Ja, keine Ahnung. Ich hatte irgendwie nicht die Muße zum Zählen. Ich dachte, es könnte vielleicht doch tatsächlich noch reichen, wenn ich nur die hier kriege. Aber dann wollte ich, dass er zumindest irgendwie ein Semi-Ei machen muss. Das ist natürlich auch, kann eigentlich nicht viel mehr bringen, als dass es das bringt, dass ich hier die Steine behalte und das Gebiet dabei. Und da habe ich es halt irgendwie ein bisschen unnötig ins Chaos gestürzt. Unnötig, denke ich, weil er auf jeden Fall hier antworten muss. So, so, ja, so, so, so und dann hier. Dann bin ich halt dran. Also auch das wäre sicherlich ein großer Endspielzug oder das hier. Aber ich denke, weil das hier erstmal Sente ist, ist das doch irgendwie mit am größten, oder?
Das ist riesig, aber wie gesagt, dann kriege ich die beiden Steine dafür zurück, sobald er hier die Freiheit nicht mehr hat. Ja, und dann muss man halt gucken, wie es tatsächlich dann ausgeht. Jo, krasse Partie. Ich hoffe, euch hat sie auch gefallen. Mir hat sie zwischendrin ein bisschen Angst gemacht. Aber es ist dann ja doch nochmal gut gegangen. Ja, und über den Rest, da schweigen wir mal lieber den Mantel des Füllens drüber. War sicherlich auch ziemlich viel Glück dabei. Aber warum soll ich nicht auch mal Glück haben? Oder meint ihr, ich habe viel zu oft Glück? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen hoch da für die Partie. Und abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.